seit ich klein bin eigentlich, habe ich immer irgendwelche Sachen erfunden und gebaut und gebastelt und habe dann Gott sei Dank immer mal rausgefunden, dass man das so auch zum Beruf machen kann. Und da das eigentlich so die Sache ist, die ich auch in meiner Freizeit mache, hat das eigentlich sich so ganz gut ergänzt und ich würde ja eh nichts anderes machen. Mein Name ist Konstantin Landouris, ich bin Produktdesigner und Innenarchitekt. Ich mache Arbeiten, ich habe Ideen, setze die Ideen um und dann kommt dann was raus, was vielleicht nur schön ausschaut, vielleicht was leuchtet, vielleicht was, wo ich mich drauf setzen kann oder vielleicht einfach nur eine gute Geschichte. Ich arbeite hier gerade an meiner Leuchte Linchimu. Das ist eine LED-Leuchte, die ich gerade für einen Pop-Up-Store in Hongkong baue. Meine Idee war eigentlich, ein Produkt zu schaffen, was einfach ist, nach Hongkong zu schaffen. Sprich, was wenig Platz wegnimmt, was nicht zu schwer ist. Die ist sehr robust. Hier ist ein kleiner Schalter. Also es ist ein sehr multifunktionales Teil. Es kann von der Decke hängen, es kann an der Wand hängen. Mehr ist es nicht. Also Kunst und Design sehe ich, dass es sich auf der Welt immer mehr annähert. Bei mir ist es so, ich habe an der Kunsthochschule in München studiert und da wurde sowas strikt getrennt. An unserem ersten Tag wurde uns gesagt, so, ihr habt hier eigentlich nichts verloren an der Kunstakademie. Das Schöne ist allerdings, wenn man jetzt so ein bisschen in die Welt rausschaut und rumkommt, dass man sieht, dass es an anderen Unis oder generell in anderen Städten und Ländern viel enger zusammenwächst und ja, sich befruchtet. Ja, das Design hat ist jetzt nicht wirklich das Designobjekt, das ist einfach eine Arbeit, die so ein bisschen die Geschichte des Transhumanismus erzählen soll. Ich habe viele Materialien oder alle Materialien benutzt, die ich selber gut finde, die mir Spaß machen, die modern sind, innovativ sind. Hier im Inneren sitzt so eine Art Uhrwerk, ein riesen Blasebalg, der angetrieben wird von einer Mechanik, der dann schafft, hier aus diesen Kammern die Luft raus und rein zu blasen und das Herz auch wirklich mechanisch schlagen lässt. Es gibt 1 Milliarde Stühle, es gibt 100.000 Leuchten und viele sind gleich und ähneln sich. Es muss irgendwas Spezielles dran sein. Also mittlerweile muss man auch so ein bisschen so über den Tellerrand gucken und schauen, was vielleicht auch so gerade so in der Gesellschaft wichtig ist, vielleicht auch was in der Welt wichtig ist. Ich merke auch, dass stetig neue Aufgaben kommen und habe zum Beispiel jetzt gerade ein Projekt gehabt mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Da geht es um einen Spaceliner, der in 20 Jahren oder 30 Jahren vielleicht Menschen um die Welt oder ins All schießen soll. Und ich finde, das ist gerade so das Wichtige, dass man in vielen Disziplinen ein bisschen was versucht mitzubekommen, für sich aufnimmt und dann in sein Design einfließen lässt. Und so kommt man vielleicht auf komplett neue Ideen. Eigentlich ist das genau, was mir Spaß macht, jeden Tag irgendwie was Neues auszuprobieren. Von einer Handy-App bis zu einem Flughafen.